Leute, wir sind mal wieder in Belgien, der Dustin und ich. Hallo Dustin. Ich habe kein Mikrofon. Schrei einfach. Hallo. Und der Sebastian sitzt auch da. Hallo. Okay. Wir sind in Belgien, wollten eigentlich heute hier ein Ablegerbecken verrohren, was leider irgendwie ja, ins Wasser fällt, sagen wir mal, weil einfach konstruktiv etwas schiefgelaufen ist. Wir wollen da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Jetzt sind wir halt hier und machen halt nur mal ein kurzes Video. Eigentlich wollten wir viel, viel mehr machen, aber das werden wir auf jeden Fall nachholen. Schauen wir uns das Becken ein bisschen an vom Sebastian. Hat sich richtig gut entwickelt. Wir haben viele, viele Fische drin. LPS-Korallen stehen wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. SPS-Korallen haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, sehen so aus, als könnten die ein bisschen mehr Sonne vertragen. Die Beleuchtung läuft jetzt auf 45%. Von daher würde ich sagen, da muss ein bisschen hochgeregelt werden. Sieht für mich zumindest so aus. ICP ist eigentlich ziemlich lupenrein, kann man sagen. Wir haben in der Fauna-Marien-Analyse ein ganz klein bisschen Aluminium erhöht. Fakt ist, daran wird es nicht liegen, dass ein paar SPS-Korallen eingedunkelt sind, sondern ich gehe eher davon aus, dass es am Licht liegt. Die ECP werden wir euch jetzt mal einblenden und dann könnt ihr einfach mal eben drüber gucken. Dafür braucht ihr wahrscheinlich eine 4K-Auflösung, weil sonst wird man es einfach nicht sehen, denke ich. Schauen wir uns im Einzelnen an, wie sich das hier entwickelt hat. Also wir haben auf jeden Fall viel mehr Fisch drin als vorher. Wir haben ganz viele schöne kleine Pyjama-Barsche, die hier rumpaddeln. Bei den Doktorfischen sind welche dazugekommen. Wir haben einen Scopas, das ist ein kleines Highlight, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob das eine Hybridform ist oder einfach einer, der ein bisschen seltsam gefärbt ist. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Fisch, der auch seit dem Einsatz ein bisschen Pünktchen hat. Aber das sehe ich jetzt hier gar nicht so als katastrophal an, weil der ist schön am Fressen, sieht dick und fett aus. Es ist so ein bisschen, der kriegt hier von diesem gelben Doktor, dem Großen, kriegt er zwischendurch immer mal Schläge, beziehungsweise er verteidigt sich jetzt auch das Scopas. Das heißt, die rangeln dann richtig miteinander. Und das Interessante ist, gerade bei den gelben Doktoren, dass wir einfach sehen, wenn die wütend sind oder wenn die sich aufplustern und ein bisschen Hass kriegen, die kriegen dann schwarze Augen. Und das kann man bei dem hier wirklich gut beobachten, dass wenn der in die Nähe von dem Scopas kommt, dass das Auge richtig schwarz wird. Ich hoffe, wir kriegen das mal irgendwie auf die Kamera, aber es ist, glaube ich, nicht so einfach. Nur man sieht direkt, dass da irgendwas bei dem Fisch abgeht im Kopf. Ja, was auch ganz schön ist, hier ein Pärchen Auromarginatus, das ist der Blaukehldrücker, kann man bei so einem Becken gut setzen, ist eigentlich so mit der einzige Drücker, der da vertretbar ist, weil die tatsächlich nur so, ich glaube, 20 cm groß werden ungefähr und als Pärchen sehr, sehr gut zu halten sind. Die Weibchen, wie sie halt so sind, sehen ein bisschen unspektakulär aus. Die haben dann, also sind ganz silber und haben nur ein blaues Auge. Aber die Männchen kriegen halt diese sattblaue Kehle und haben dann schön so einen gelben Kranz um die Flossen drumherum. Also wirklich ein toller Fisch. Für die Beckengröße echt richtig gut geeignet. Bei Rotzahndrücker und so wäre schon wieder ein bisschen schwierig, wenn die auswachsen. Ne? Muss nicht unbedingt sein, aber das ist wirklich eine schöne kleine Drückerart, die auch tatsächlich nur sich von Plankton ernährt. Jetzt nicht von Seeigeln und sonst irgendwas. Das erkennt man dann an dem Maul, habe ich mal gelesen. Die haben nämlich dieses oberständige Maul und dadurch sind die eigentlich gar nicht in der Lage, so wie, was weiß ich, ein Leopardendrücker oder sowas, dann tatsächlich Seeigel zu knacken oder sowas. Reine Planktonfresser, die auch im Freiwasser rumschwimmen. Also sehr, sehr schöne Fische, wirklich für die Beckengröße gut geeignet. Hier sehen wir übrigens gerade den Schelmon, der sich wieder Acanthastrea anguckt. Ansonsten haben wir verschiedene Fuchsgesichter hier, die sich auch sehr, sehr gut machen. Sehen alle schön dick und fett aus, die Fische, gut genährt. Wie gesagt, der ein oder andere hat mal einen kleinen Punkt hier und da, aber da sehe ich jetzt hier wirklich gar kein Problem. So, als Highlight haben wir zwei Schelmon Marginalis.
die aber noch nicht so richtig gut fressen. Da müssen wir mal gucken. Einer frisst auf jeden Fall Acanthastrea, glaube ich, weil den haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass der picken wollte hier. Aber wenn man die dann anguckt, dann merken die das irgendwie und ziehen dann doch wieder Leine. Ansonsten sieht es wirklich sehr, sehr schön aus, finde ich. Wir haben gerade unter dem Mikroskop uns den Sand angeguckt. Und zwar ist hier so ein brauner Film auf dem Sand und es ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen, was ist das jetzt? Man kann es eigentlich mit dem Auge gar nicht sagen. In den ICPs ist beim Osmosewasser kein Silikat zu finden. In der ICP selber vom Meerwasser ein wenig, aber nicht so viel, dass wir jetzt sagen würden, dadurch entsteht dieser Kieselalgenteppich hier. Unter dem Mikroskop sieht man halt beides. Nicht besonders viel, aber man sieht ein paar Dinoflagellaten und aber auch ein paar Kieselalgen. Dinoflagellaten könnten zum Beispiel von diesen ausgeblichenen Korallen hier kommen. Es sind nämlich 2, 3 Korallen dabei, die anscheinend ihre Zooxanthellen rausgeworfen haben. Und da kann es schon mal sein, dass die sich dann als Dinoflagellaten auf dem Sand oder auf dem Gestein wiederfinden. Ist dann immer so ein Zyklus, der durchlaufen werden muss. In der Regel gibt sich das aber von selber und sieht jetzt hier so in dieser Intensität überhaupt nicht bedrohlich aus. Also würde ich mir gar keine Sorgen machen. Ich glaube, dass das hier von selber weggehen wird. Was macht man jetzt mit den SPS-Korallen, wenn die so ein bisschen fahl und matt sind und die Werte sind in Ordnung? Im Grunde genommen kann man eigentlich nur übers Licht gucken, dass man es ein bisschen hochschraubt. Ich würde jetzt hier, da ich die Lampe auch gar nicht kenne, hier sind ja die Philips Coral Care zweite Version, zweite Generation drauf, würde ich jetzt hier einfach mal 10% die Lichtleistung anheben und einfach mal gucken, was mit den Korallen passiert. Wir sehen das hier bei einigen Acropora, dass die so einen richtig schönen satten braunen Unterton haben. Das heißt, wir haben zu viele Zooxanthellen im Gewebe drin und da könnte man dann einfach gucken, was passiert mit der Koralle. In der Regel fangen die dann irgendwann an, die Zooxanthellen auszustoßen. Das sieht man an so kleinen braunen Fädchen, wo auch schon mal so eine Gasblase am Ende hängt. Das ist bis zu einem gewissen Maße wünschenswert, dass die Zooxanthellen da rauskommen. Wir wissen ja, Zooxanthellen sind auch unsere Feinde, die wollen wir gar nicht so viele haben. So ein paar sind immer okay, aber nicht zu viele. Und da muss man einfach gucken, wie sich das verhält. Also, dass dieser stumpfe, bräunliche Ton rausgeht und das aber auch nicht zu schnell, weil wenn wir es übertreiben und jetzt hier auf 100% Lichtleistung gehen, dann gehen die Korallen wahrscheinlich kaputt. Das wird nicht das gewünschte Ziel sein, sondern wie gesagt immer mal so 10% Schritte hoch und dann einmal in der Woche anheben, immer mal gucken, beobachten, was passiert. Aber wie gesagt, wenn es ins Gegenteil umschlägt, dass die Zooxanthellen massenhaft ausgestoßen werden, dann haben wir in der Regel später ein Problem und das ist nicht das, was wir wünschen. Also lieber langsam die Lichtleistung anheben, genauso wie wir das bei den Wasserwerten auch machen würden. Wir würden jetzt ja auch nicht hingehen und bestimmte Werte einfach, was weiß ich jetzt zum Beispiel Phosphat, in einem Schlag runterziehen auf null. Das wäre so das Gegenstück dazu. Würden wir auch nicht machen. Da würden wir auch gucken, dass wir langsam absenken und das Ganze kontrolliert machen. Ja, dann würde ich sagen, filme ich euch noch ein paar Bildchen zusammen von dem Becken und dann sind wir auch schon wieder raus, unverrichteter Dinge hier heute. Aber haben lecker Kaffee gekriegt, die Sonne scheint, wir können noch ein bisschen durch Belgien fahren. Ja, genau, sind wir wieder weg. Hasta, ciao.